Und damit recht herzlich willkommen zurück bei State of Decay 2, Part 61 in der Albtraumzone. Gut, Leute, wir haben hier ein paar Quests zu erledigen. Diese Quest, die Munitionshändler, Überlebende in Schwierigkeiten. Don't worry, I'll be there to help you soon. Da haben wir auch ein... Things could change in a hurry, so wir haben auch ein Infektionsherz, okay? Sehe ich gerade. Die schicken wir mal weg. Oder warte einen Moment. Ah, er hat ja hat sowieso noch so viel Zeug. That's pretty heavy. Vielleicht können wir, by the way, auch den Infektionsherd da platt machen. So, unsere Moral ist fröhlich, sehr schön. So, nehmen wir aber sicherheitshalber noch ein Schmerzmittel mit. Oder hier so ein Verband. Verband geht eigentlich auch. So. Hä? Ach, scheiße, ich hab ihn ja nicht weggeschickt. Schicken wir dich weg. Wo bist du? Da. What's up? Wegschicken. Take it easy. Shit, ja, hier ist ordentlich was los. Nee, hier löst sich gar nichts auf. Scheiße. Gehen wir hier mal außen rum. Ich wollte das jetzt hier eigentlich so leise machen wie möglich. This place is a waste of time. Hätten wir auch geklärt an der Stelle. Scheiße. Na klar, mal rauf da. Alter, Zombies geflogen. Is anybody out there? Sounds like someone can... Scheiße. Ja, wir kommen hier gleich, wir kommen gleich wieder. Einmal einen Bogen fahren hier. Hey, warum gehört den fetten Zombies immer der erste Schlag, ey? Warum? Das war alles? Nur ein Zombie? Bleib mal bitte hier. Hallo, ich will mit dir reden. Ich schulde dir was. Ich habe nicht viel, aber ich möchte dir... Nee. Aber das möchte ich dir geben. Okay. Gracias. Muchísimas gracias. Oh, Munition. Sehr schön.
Probe. Chat, Leute. Leute. Angriff. Ist einfach verdammt nochmal laut, ey. Was ist das denn hier? Ist unsere Karre abgebrannt? Die spielen wir auch nicht so oft. Wir geben dir mal die Timberwolf. Ich glaube, die hatte ich hier reingehauen. Das war noch Molly, sehe ich gerade. Timberwolf. Die hier, die Modell 9050, verschießt auch 50er Patronen. Wie rüstet dich damit aus? Und machen mit unserem Anführer weiter. Krankenstation, da könnt ihr beide rauf. I have an idea that might work. Hey, listen. We need medicine, but I don't know how I feel about another stash from T-Dog. It's T-Dog, and I know where he used to live. Might be a lot of supply there. Steht da drauf, ey. Vielleicht können wir das gerade mal ein bisschen kombinieren. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Können ja hier hochfahren. Ein paar Seuchenherzen klären, ey. By the way. Wenn wir jetzt hier hochfahren. Ein Glück ist diese Quest abgelaufen, ey.
Nehmen wir uns C4 mit. Starke Schmerzmittel. Und dann geben wir dir noch entsprechend Munition mit. Dann dürfte eigentlich alles gut gehen. So, hier ist auf jeden Fall noch der Loot drinne. Oder wir haben jetzt Baumaterialien ohne Ende. Wie ich das da so angucke. 67 Baumaterialien. Alter Vater. So, können wir hier eigentlich noch was machen? Zocken. Eine Handwerkerin haben wir auch. Also von daher. Fahren wir da runter. Alter. 30 Mal schreien, ey. Gut, dann fahren wir da runter. Gehe zum Haus von T-Dog. Dem ehemaligen Dealer. Von Venanzio, um Arzneimittel für deine Gemeinschaft zu beschaffen. So kann man das auch verkaufen. Der Typ ist abhängig. Schok. Perfekt. Are you in here? This must be the place. Well, I'm on it. Stay safe out there. Someone must have cleared this out. Verband gefunden. Yeah, no more deadheads here. Strip clean. Gut, das müssen wir mal kurz fallen lassen hier. Gerade wichtig. So, das können wir jetzt fallen lassen. Straßenfackel. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Gehe zu T-Dogs Lager und beschaffe die Drohung, die er von T-Dog gestohlen hat. Gehe zu Anthonys Lager. Gerade sagen, hä? Ach, da wird's mir an die Zeit. Oh, Leute, das ist doch am Arsch der Heide, ey. Aber, wie gesagt, das können wir kombinieren. Wir fahren jetzt hier weiter. Diese
dieses Seuchenherz hier noch nicht. Fahren hier diese Strecke hier entlang. Und hier können wir diese rauslassen. Das ist definitiv Enemy Chef. Oder im Moment, lohnt sich das eigentlich? Ja doch, eigentlich schon. Ein bisschen was zu looten gibt es hier alle Male. Okay, dann würde ich sagen, das ist hier als allererstes. So eine Art Zwischenstation. Jetzt vielleicht bei der nächsten Ausfahrt mal links. Okay, now where's that plague heart hiding? Ja, das wirst du gleich sehen. Da hat man keine Angst. Da liegt doch auf die Blätter. Boah, ist doch nicht die Wand los, scheiße. Back on my feet. Sorry to be a burden. This ride's about to fall apart. Worked in uglier places. Ausgereicht. Tatsächlich noch mal herkommen. Müssen wir draufballern. Ich habe drei C4-Ladungen da positioniert. Das hat nicht ausgereicht, ey. Fewer plague zombies are out here. Das noch eins. Rote alte Scheune. Müssen wir erstmal auf die andere Straßenseite kommen.
Und dann. Naja. Scheiße, das ist so eine Scheune, da können wir nirgendwo draufklettern. Ja, geh weiter. Naja. Scheiße. Das ist jetzt Verschwendung gewesen, ich weiß. Okay, I think it's on the ropes. Lassen wir uns jetzt aber nicht ermutigen. We have a few zombies coming toward base. Nothing we can handle though. Sag mal nochmal nach. So, jetzt stimmt ja ein Toolkit. Wir nehmen diese so ein erweiterte Toolkit. Das ist besser. Davon haben wir ja auch nicht genug. Reparieren wir mal eben die Karre. Fahren da auf jeden Fall wieder zurück. Und bringen da zu Ende, was wir angefangen haben. Sollen die mal hierher kommen? Alter, ey. Ich nehme nochmal Anlauf. Dreh jetzt hier nochmal eine Runde. Vielleicht klärt sich die Problematik gleich von selbst. Wird man sehen.
for the camp. That means we can start securing this area. So, das hätten wir auch geklärt. Können wir jetzt eigentlich unsere Mission fortführen an der Stelle? Wo müssen wir denn hin? Hier. Fahren wir auf die Straße hier rauf und dann nach rechts. Haben wir gleich mal zwei solchen Herzen geklärt. Und seine Drogenbeschaffungsmaßnahmen haben wir dann auch durch. Seine Drogenbeschaffungsmaßnahmen. Der tut sich aber auch an, ey. Ohne Scheiß. Ja, hier ist ja Strom aus dem Posten. Ein spannendes Werk, so sieht das aus. So, wo war das jetzt? Noch eine weiter. Und dann rechts reinbiegen hier. Okay, now I'm definitely gonna kill you. We're still close. Tja, der ist im Arsch. This is the way it has to be. I'm damn sorry about all this. Suche das von Anthony gestohlene Versteck mit den gestohlenen rezeptpflichtigen Medikamenten. Ein viel entgegensetzen hätte er uns eh nicht gekonnt. Sein. Ach hier. I'm one lucky, it's just what we needed. I'm done here. Heading back. Kehre zur Basis zurück. Machen wir. In der Basis lauert sowieso noch Action. Oh, das wird lustig. Kommt eine Horde direkt auf uns zu. Fahren wir jetzt zurück. Ich glaube, wir haben sogar noch eine Zombie-Bedrohung bei uns vor unserer eigenen Haustür. Wäre mit dem Sprit und alles gut hingekommen, ey. So. Wir fahren andere Seite rauf, Leute. That's terrific.
Nehmen wir definitiv jetzt Mollys mit oder Benzinbomben zum Werfen. Damn. That is a lot of zombies out there. Haben wir auf jeden Fall nochmal Schmerzmittel. Napalmgranaten. Scheiße. Wir wissen, wie das hier eskalieren kann. Careful. Waiting for more to show up is definitely the hardest part. No rest for the wicked. We got another wave coming. It's not gonna hold up much longer. Shit. Dass ich hier nicht durchschießen kann, ey. Beseitige die verbleibenden Zombies. Okay. Gut. Die Tür hat keiner aufgemacht. Besser ist auch. Alter. Na bitte. Warum geht die Tür jetzt einfach so auf? Puh. Das hätten wir geschafft, Leute. Ich dachte, das eskaliert hier wieder richtig. Wie gesagt, wir sind gestärkt von der Moral. Perfekt, wir haben fast 7000 Einfluss. Also ich meine, was will man mehr? Und du bist im Arsch, sehe ich gerade. Du wurdest infiziert. Okay, Leute, ich würde den Part gerne an dieser Stelle beenden wollen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.